Willkommen zurück bei Assassin's Creed Odyssey, Part 92. Und ich habe mich informiert, also wir müssen eh später wegen der Quest nochmal in die Schmiede. Dann hole ich mir da den zweiten Schatz. Und da war auch noch diese eine Tür, wo ich nicht durchkam. Irgendwie kam man da jetzt durch, aber wahrscheinlich kommt man da erst durch, wenn man die Quest hat. Oder dafür braucht man einen Schlüssel, was weiß ich. Die Person konnte da auf jeden Fall mit interagieren. Und ich konnte das nicht. Ach, ich muss eh mit dem Schiff da einfahren. Aber dann machen wir es doch lieber hiervon. Und das ist mir im Endeffekt, ist es mir jetzt egal. Ich werde das dann irgendwann machen. Und ich glaube, da ist der Schatz. Und selbst wenn er da nicht ist, weil ich da eh nochmal hin muss, werde ich mich dann da um den Schatz kümmern. So, ich esse jetzt hier so einen Mini-Gummibärchen-Burger. Haben wir früher mal an der Tankstelle bekommen, wenn meine Eltern getankt haben. Weil irgendwie gibt es keine Tankstellen mehr, die gratis Süßigkeiten verteilen. Das musste, waren die in meinem Adventskalender. Ich habe die noch über. So, wir reisen am besten davon. Ich hätte auch einfach ranzoomen können und direkt dahin reisen. Ich habe das Gefühl, wenn die Orte näher aneinander sind, geht das Schnellreisen irgendwie schneller. Ja, die Lady bringen wir auch irgendwann weg, aber jetzt. Reisen wir erstmal. Auf Position! Willkommen zurück, Kapitän! Einmal kurz gucken, wie ich fahre. Wenn ich jetzt immer geradeaus fahre, komme ich da hin. Ich will aber nicht kämpfen, also fahre ich so ein bisschen da vorbei. Und ich weiß nicht, ob ich da kämpfen muss, deswegen. Oh mein Gott, wie nah an meinem Schiff ist dieser Wal rausgesprungen. Ich könnte ja mal so einen Mini-Burger bauen und den in diese Burger-Tüte tun. Kopfgeld entfernt. So, parallel, während ihr euch das anguckt, überlege ich, ob ich alles für morgen habe. Ich glaube, ich muss noch packen, aber sonst habe ich alles. Also ich meine für die Arbeit. Ne? Ja, da kann man jetzt gerade nicht viel machen. Ich habe den Autopilot an. Und los geht's. Hauptsache, ich werde nicht angegriffen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich könnte demnächst auch mal wieder mein Schiff ausbessern. Naja, auch keinen Bock drauf gerade. So, da müssen wir noch vorbei. An dieser Insel, denke ich. Ja. Nee, da ist das schon, aber wir müssen da schon vorbei, weil, ach, keine Ahnung, wo der Hafen ist. Fahren wir mal weiter. Der Drakontosfido-Hülle. Nordöstlich des Aschehügels. Diese grauen Gipfel sind die Berge von Anafe. Ober! Eine Vision zeigte mir einen in der Finsternis lauernden Zyklopen. Wo hat diese verdammte Insel den Hafen? Da vielleicht? Da ist, liegt auf jeden Fall ein Schiff an. Es sieht aber nicht aus wie ein Hafen.
Aphrodite. Ja, keine Ahnung. Leg doch irgendwie an. Ich gehe jetzt in dieses eklige Wasser. Wahrscheinlich, wenn man taucht, sieht es nicht so geil aus. So sah das ja immer bei Assassin's Creed Odyssey. Quatsch, Origins in Ägypten aus. Boah, viel zu viele Assassin's Creeds mit O. Ich meine, Valhalla kann man sich ja dann wenigstens merken. Und Mirage auch. Was auch immer das heißt. Das ist der richtige Ort. Perfekt. Kylopen aus Barnabas Vision. Ist das eine Schmiede der Welt? Wo hat die jetzt ihren Hafen? Nirgendwo. Ja, da muss ich nachher auch noch hin, damit ich das synchronisiert habe. Boah, ist auch so eine Insel, echt, wo man echt nicht hin will, ne? Wieder so eine komische Schmiede wie gerade. Oh, man muss doch bestimmt hier gegen irgendeinen Scheiß-Typen kämpfen. Ah, guck mal, jetzt haben wir direkt schon den Schatz gefunden. Das heißt, das war nicht die Herausforderung hier in der Schmiede. Ein frischer Kohl. Wie kann da ein frischer Kohl liegen? Ein frischer. Ich meine, grüner Apfel, da stand jetzt nicht frischer grüner Apfel, aber trotzdem. Wie kann hier Kohl liegen? Der ist doch verwelkt schon. Oder Äpfel generell, aber frischer? Ja, oder für ihn wurde es abgelegt. Ich will dir nicht wehtun. Ist ein Zyklop? Was ist das? Weh, weil ich anders aussehe. Ah, okay, ja, wir tun ihm nicht weh. Da bist du nicht allein. Mich greift man schon mein ganzes Leben dafür an, was ich bin. Hat er nur ein Auge oder was ist das Problem? Hä, er sieht doch erstmal normal aus. Du anders, wie ich. Freunde, ich Polyphemos. Du klein. Sicher, klein. Polyphemos, ich suche nach einer Frau, die hier war. Dein Freund sei lange hier. Du helfen Freunde finden. Freunde fischen zusammen. Du mögen Fisch? Ja. Ich helfe dir, einen Freund zu finden, mit dem du fischen kannst. Und du hilfst mir, die Frau zu finden, die ich suche. Schöner Strand. Klein wird sehen. Klein wird mögen. Jetzt wir gehen. Ich bin nicht klein. Du bist einfach nur riesig. Oh nein, und ich habe ihm seinen Schatz geklaut. Wie traurig. Boah, dieser Rücken ist so cool. Also so richtig der Schlitz da von den Muskeln. Okay, selbst bei dem Fetten ist er so ein Schlitz. Aber bei ihr hier sieht's gut aus. Klein Folgen. Zeige Strand, wo Frau Polyphemos hilft. Polyphemos, das ist wichtig. Meinst du Leder? Doofes Klein. Nicht Leder. Au! Warum läuft er so zickzack? Ah, ich komme sogar diesem Schnellreiseding näher. Oh, ist das hier Schwefel? Das ist, glaube ich, echt so ein Vulkan-Ding, oder? Ganz ehrlich, den möchte ich mit auf meine Mannschaft nehmen. Ist doch scheiße, dass der hier wohnen muss. Meinst du, die ist in einem Haus da? Wir wollen wehtun! Nie wieder!
Ey, hängt die gerade? Nein, oder? Wie peinlich. Ach so, das kann doch nicht sein. Das hat mich jetzt nicht so erwischt. Nee, oder? Nee, nee, nee. Nicht wie der Zyklop von Kephalenia. Der hatte ein echtes und ein falsches Auge. Er hat Klein geärgert. Klein geärgert? Was du gemacht? Sein falsches Auge in einen Ziegenhintern gesteckt. Klein ist lustig. So, wo geht's jetzt noch lang? Oh, also hier haben aber Leute gelebt, aber böse Leute nicht mehr. Hassen Polyphemus. Ach du Scheiße, das sind aber echt viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay, kriegen wir hin. Ich mach das so ein bisschen außenrum. Okay, die kämpfen eh gerade gegen irgendwas. Dann mache ich erstmal die. Dann gehe ich jetzt hier hoch. So, düdüdü. Ja. Fange ich mit dem an. Drei Stück habe ich schon. Wie, ich soll die Drachen geben oder was? Nee. So, keine Ahnung, warum der schon so viel tot war. Willst du noch einer oder was? Ja, und der chillt da oder was? Ach so, die haben ja gegen das Schwein gekämpft. So, lass mich bitte in Ruhe, Schwein. Jetzt spreche ich mit dem. Wo geht's jetzt lang? Oh Mann, sorry. Aber guck mal, hier sind doch Schiffe, als ob hier keine Leute leben. Ja, komm. Das hat dir jetzt einfach genervt. So, hier, hi. Bitte sehr, Großer. Der Strand gehört dir. Fisch so viel du willst. Und wo ist der Freund? Klein, finden Strand schön? Hängt davon ab, wer ihn sich anschaut, aber sicher, ich finde ihn schön. Aber brauchen immer noch Freund zum Teilen. Ja, ich nehme den mit zu mir. Dichte.
kann üben mit dir. Sag, Polyphemus, was macht Klein klein? Ich habe die Stärke von 10 Kriegern. Ich könnte einen ganzen Berg über den Kopf heben. Stark wie Polyphemus! Aufpassen, du nichts Kleines zerquetschen. Was sonst? Nichts macht mich glücklicher als zu feiern. Wein und Gesang tun dem Geiste wohl. Mit Freund. Polyphemus singt so gern. Noch mehr? Ich wünschte, ich könnte bei meiner Familie sein. Zuletzt war ich als kleines Mädchen glücklich. Diese Tage fehlen mir. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Du bist ein guter Zuhörer, Großer. Klein tut innen weh, wie Polyphemus. Für dich. Oh, der ist so süß. Ich nehme den mit. Ist wunderschön, Großer. Mehr Geschenk für Klein. Kräuter von Frau mit schönen grünen Augen. Einziges Geschenk für Polyphemus. Das könnte genau das sein, was ich gesucht habe. So, jetzt hast du den Strand zum Fischen. Ich brauche nur Freund. Ich kann nicht bei dir bleiben, Großer, aber ich glaube, ich habe jemanden gefunden, den du treffen solltest. Eurylochos, das ist Polyphemus. Woher kennt die den denn jetzt? Zeige dir Höhle? Zeige mir alles, mein großer Freund. Das ist der tollste, spannendste Strand, den meine müden Augen je erblicken durften. Ich will alles sehen. Hä, woher kenne ich den? Du klein, aber großes Herz. Ja, wo habe ich den herbekommen? Besonderes Geschenk. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Über Stärken ging uns Sklaverei. Ein wahrer Held beschwört die Kräfte der Götter nicht von außen, sondern von innen. Er kennt die Freude nur durch das Erdulden und Überwinden der Sorgen des Lebens. Und die Geschichte stirbt nie, sie lebt standhaft in eines wahren Heldenherz. Ja, okay. Gewürze. Wieso wachsen da auf dem Vulkan Gewürze? Sie sehen interessant aus. Aber... nee. Den Bogen kann ich leider noch nicht nehmen. Okay. So, jetzt kehren wir auf die Aster irgendwas zurück. Und reden mit dem Typen. Du Borne? Nee, tun wir nicht. Wir machen erstmal die Insel noch zu Ende. Obwohl ich doch erstmal zu dem Fragezeichen hier, glaube ich, gehe. Oh Mann, ich fand den irgendwie sympathisch. Irgendwie wollte ich jetzt, dass er mit, dass ich den für meine Mannschaft anheuern konnte. Man wird ja auch mal noch mehr Menschen sehen. Und müsste nicht einsam jetzt mit dem. Aber. Ey, habe ich das nicht mitbekommen? Hatte ich da andere Gedanken? Woher kenne ich den Typen und wie hatte ich den Griff bereit? Selbst wenn ich den jetzt irgendwo kennengelernt habe. War der die ganze Zeit dabei? War der auf meiner Mannschaft? Wie habe ich den hinbekommen? Kann man das irgendwie nachlesen? Keine Ahnung. Okay, da muss man nur Schätze plündern. Ja, hier oben ist ja easy. Ich finde, die Insel hat sich generell als sehr einfach herausgestellt. So, jetzt muss ich nur noch nach hier oben. Und dann kann ich wieder zu meinem Schiff
Barnabas alles berichten und dann wird er mir schon sagen, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, mein Pferd ruft hier nicht. Ey, hier ist ja sogar teilweise grün. Ja, komm, ist okay. Nehm natürlich noch mehr Stein mit. Aber Holz findet man hier nicht, ne? Nee. Bergbiegler. Jetzt kann man hier hoch. Und bitte. Es sieht echt aus wie der Rand der Welt, ne? Also wenn ich in Griechenland gewohnt hätte, wenn ich wüsste, dass die Erde rund ist, würde ich denken so, wow, diese Insel ist am Rand der Welt. Auf dieser Insel gibt es nicht ernsthaft eine Sanduhr-Quest. Ja, die muss ich natürlich machen, das ist, interessiert mich jetzt. Ja, spring einfach nochmal runter. Also, keine Ahnung. Da kann man ja eigentlich nur für die beiden Leute da was machen. Die sind doch jetzt gefühlt die einzigen Bewohner hier, oder? Ah, diesen einen komischen Eber muss ich immer noch töten, ganz am Anfang. Aber jetzt habe ich mehr Fähigkeiten. Jetzt sollte ich das irgendwann mal hinkriegen. Weep, weep. Ah, guck mal, hier sind doch noch Leute. Kann ich dir weiterhelfen? Ich habe einiges an Arome dabei. Und in der Nähe gibt es eine Hexe, die mir einen guten Preis dafür bezahlen will. Oh, ich glaube, ich muss jetzt gleich Hogwarts Legacy zocken, Alraun. Klingt nach einem guten Geschäft. Das ist es auch. Aber ich fürchte mich vor den Wölfen, die sich in der Nähe ihres Hauses herumtreiben. Und vor Hexen auch, wenn ich so darüber nachdenke. Und du bezahlst mich für die Lieferung? Ah, wie ich sehe, bist du nicht nur stark wie Herakles, sondern auch weise wie Hermes. Sehr gut. Oh. Sorry, es juckt hier gerade alles. Ja. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Die Mäuren sind mir wohl hold. Mögen die Mäuren dir hold sein. Okay, ist das auf der Insel? Ja. Ganz ehrlich, ich laufe da doch nicht hin. Ich gehe hier hin und dann slide ich dahin. Da warte ich jetzt und chille lieber. Wähle im Menü Tastenbelegung. Ja, ich weiß, dass man Tasten umbelegen kann. Aber ich denke meistens, dass sie ja ein Sinn-Midi-Tasten sind. Also lasse ich das so, versuche das so zu lernen. Nur wenn ich irgendeine Taste oft brauche und gar nicht drücken kann, hier so wie bei Hogwarts Legacy das mit dem Ausweichen. Das habe ich ja von Steuerung auf Alt gelegt. Ein Mann meinte, du brauchst das hier. Gerade rechtzeitig. Lass mich dich bezahlen. Perfekt. So, jetzt ist hier nichts mehr auf der Insel. Jetzt gehe ich hier hin und rede erstmal mit Barnabas. Hast du Neuigkeiten über meine Leder? Ja. In der Höhle fand ich einen Mann. Ich habe ihm diese Gewürze abgenommen. Ah, es sieht aus wie so ein Mini von Ikea, so eine Mini-Deko-Pflanze. Hast war ein Kyklop und dann braute sie ein Elixier aus diesen Gewürzen und half ihm, sich ein zweites Auge wachsen zu lassen? Barnabas. Auf Anaphe gab es genauso wenig einen Kyklopen wie auf Kephalenia. Hab Vertrauen, meine Freundin. Leda war dort. Ich habe dieses Armband gefunden und eine Menge Schweine. Ich kann das erklären. Leda hatte es.
und wurde von Kirke in ein Schwein verwandelt. Als sie wieder zu einer schönen Frau wurde, gab sie es Kirke als Andenken. Mhm. Barnabas, dieses Armband könnte jedem gehören. Nein, ich bin mir sicher, es ist Leders. Es muss so sein. Oh ja. Ich habe diesen Aulos bei einer Sirene gefunden. Wenn man sie so nennen kann. Ein Aulos? Meine Frau liebte dieses Instrument. Bestimmt lernte sie bei den Sirenen, wie man es spielt, während sie mit ihrem Gesang Männer in den Tod lockten. Würde passen. Ich glaube, er bildet sich da ziemlich was ein, leider. Ich wette, die Sirenen und Leda waren gute Freundinnen. Sie war so bezaubert. Ich glaube, die ist einfach tot. Bei mir zeigte ihr und er bildet sich das ein. Tut mir leid, aber ich meine, das ist so. All das für ein Armband, ein Aulos und ein paar Gewürze. Aber sieh nur! Ich kenne dieses Armband nur zu gut. Die Frauen der belagerten Ebenen tragen solche. Diese Gewürze stammen aus den Landen der Demeter. Und dieser Aulos trägt das Siegel eines Handwerkers aus dem Parnassgebirge. Ja, und? Alles stammt aus Attika. Die Höhle! Sie waren alle um die Höhle verstreut, die als Eingang zum Hades bekannt ist. Das ist kein Zufall. Ist Leda dort? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gehen wir. Ja, ich weiß, glaub, du hast an mir gezweifelt. Viele denken, dass die Frau tot ist. Wie ein alter irrer Narr, aber du wirst das nicht bereuen. Okay. Das zählt ist, dass wir das gemeinsam machen, alter Freund. Setz die Segel. Also, wie sieht Leda aus? Sie war die schönste Frau, die ich je kennenlernen durfte. Wunderschöne dunkle Haut und ihre Haare. Ihre grünen Augen funkelten wie Juwelen. Und wenn sie getrunken hatte, wie konnte sie da kämpfen? Das weiß ich nicht so. Wo muss ich jetzt hin? Ach, muss ich die Quest erstmal auswählen? In Attika, naja, guck mal, wir kommen immer wieder hier hin. Jetzt habe ich hier schon wieder neue Gebiete, wo ich eh durch muss. Ich könnte mir diese Quest auch erstmal abholen. Also gehe ich erstmal hier hin. Hol mir die Quest noch ab. Weep, weep, kann ich sie mal eben auswählen? Danke. Oh, das Spiel macht mich gerade wieder so süchtig. Also immer, wenn man das ein bisschen länger spielt, wenn man es die ganze Zeit spielt. Okay, Athen ist wieder normal. Das heißt, diese eine Episode ist ja abgeschlossen. Oh yeah! Wasser, 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 Wasser. So, hier lang, hier lang. Hier lang. Oh mein Gott, dieser Todessprung ist so geil. Also die Erfindung, dass man überall runterspringen kann und nicht stirbt, echt Bestes. Komme ich eigentlich zufällig an einem Schmied vorbei? Nee, muss ich auch im Moment gar nicht. Ich habe ja gar nichts, was ich verbessern kann. Keinen Fähigkeitspunkt. Ich bin Stufe 39. Das ist auch das Beste, was ich hier habe. Jetzt kommen wir hier wieder in Downtown Athen. Also sieht ja schon wieder ein bisschen gammeliger aus mit diesem Schmutzwasser. Vielleicht ist das hier Mittelschicht. Keine Ahnung. Ja, Gasthaus würde passen. Immer dann aufzutauchen, wieder der Typ. Wenn ich dich brauche. Ich habe wohl verborgene Kräfte. Kommt es jemals vor, dass du mich nicht brauchst? Guter Punkt. Der Politiker, den ich nach Hause brachte, wir hatten ein bisschen Ärger. Das ist ja furchtbar. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, ja. Super. Zum Glück haben wir es beide überlebt. Oh, verstehe. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Du wirkst enttäuscht. Ich bin nur beeindruckt, dass du euch beide retten konntest. Du hast gesagt, du brauchst etwas? Ah, gleich wieder zum Geschäft. Hm? Gut, es ist einfach, wirklich. Du sollst mir lediglich einen Gegenstand von großem ideellen Wert beschaffen. Mhm. Wie kann ich ihn finden? Es ist ein Olispus.
Würde er auf dem Boden liegen, würdest nicht mal du dich bücken, um ihn aufzuheben. Aber mir bedeutet er sehr viel. Ihn wieder in den Händen zu halten, bedeutet mir mehr, als du ahnst. Das kommt mir etwas emotional vor, sogar für dich. Du wirst weich. An mir ist nichts weich, das versichere ich dir. Zur Sache, Alcibiades. Was ist dein Ulysbos? Er bringt Vergnügen. Wenn mein Körper nach einer langen Nacht müde wird, sorgt er verlässlich dafür, dass der Spaß weitergehen kann. Oh mein Gott, was ist das? Jedes Mal, wenn wir reden, bist du im Begriff, mit jemandem zu schlafen. Oder würdest gern. Oder bist gerade fertig. War diese Frau die aktuellste? Wer sagt, dass ich mit ihr schlief? Nur eine Ahnung. Wie findest du überhaupt Zeit für was anderes? Überlegene Willenskraft. Es geht um die Nähe, die man nur in diesen Momenten spürt. Wer sehnt sich nicht danach? Warte, ich will das auch noch wissen. Es muss doch eine Geschichte zu diesem Ding geben. Wenn du den Ulysbos siehst, wirst du verstehen. Wenn du ihn in der Hand hältst, an deiner Haut spürst, wenn du sein Gewicht fühlst, wirst du verstehen. Es muss doch eine Geschichte zu. Ach nein! Wenn du den. Du bist erwachsen. Hol ihn doch selbst. Das stimmt. Aber es könnte durchaus sein, dass die Frau, die ihn hat, nicht sehr erfreut wäre, mich wiederzusehen. Ja, Pech. Ich hol den Ulysbos für dich. Es ist möglich, dass die Frau ihn selbst behalten möchte, um mich zu ärgern. Am besten bleibt ja, sie ungesehen. Ja, ich muss ihn klauen, ist mir klar. Sie lebt östlich von hier. Alcibiades. Keine Sorge, du wirst ihn bald in Händen halten. Ich nehme an, das ist er. Ja, das machen wir nachher. Oh mein Gott, die Katze ist steinhart. Wir machen aber jetzt erstmal das andere. Wir sehen uns dann. Ciao.